Hallo allerseits, hier ist wieder Stricky auf dem World of Tanks Testserver zu 9.20.1. Hier habe ich mal ausgesucht den T34-3. Das ist so ein kleines Stiefkind, Stufe 8, schön teurer Medium Tank von den Chinesen, der sich meiner Meinung nach ganz gut spielen lässt. Und der hat jetzt endlich mal so einen kleinen Buff erhalten. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es jetzt erstmal um das HD-Modell, denn ich muss sagen, optisch hinkte er auch den anderen Panzern etwas hinterher. Wirkte teilweise wie so ein altes Relikt zwischen den ganzen T-44 und T-54 und WZ-Klonen. Und muss ich sagen, er macht jetzt ganz schön was her. Man hat hier wirklich viele Details dran gepappt, hier diese ganzen Kisten. Und wer schon mal so einen Panzer als Modell gebaut hat, der weiß, wie fummelig diese Kisten dran zu basteln sind. Es geht wahrscheinlich am Computer leichter wie am echten Modell. Hier hat er ein dickes MG bekommen. Mein Gott, da hoffentlich bleiben wir da nicht an Stromleitungen hängen. Ja, hier auch so ein Holzbalken, falls man den mal braucht. Tanks sehen schön aus. Also sieht wirklich cool aus, muss ich sagen. Freue ich mich auch drauf. Auch hier die Blende wunderbar gemacht. Na, auf den Buff an sich wollte ich gar nicht so dermaßen eingehen, denn da gibt es wunderbare Infovideos von Zaitsev oder auf der WOT-Seite sicherlich auch. Die Zielzeit ist verkürzt worden und ich weiß, die Turmpanzerung ist verändert worden. Hier vorne teilweise etwas stärker, aber nicht komplett stärker, sondern das ist so ein bisschen verschiedene Zonen hier. Was man nicht vergessen darf, an der Seite ist er etwas schwächer geworden, die Turmpanzerung. Wie gesagt, kann man auch sicherlich auf tanks.gg nachgucken. Ist auch eine schöne Seite. Und weil ich finde, dass wenn ich es in Videos jetzt eine halbe Stunde erkläre, und dauert ein bisschen lange alles. Also tanks.gg, beste Seite in Sachen Infos über Panzerung. Kann ich nur empfehlen. So. Wir schauen mal, wie er in der Landschaft aussieht. Ich habe natürlich jetzt hier eine Tarnung draufgepappt. Ich hätte es gerne mal ohne Tarnung gezeigt. Aber wie das immer so ist, hat man eine Tarnung drauf, will man den Panzer mal ohne sehen. Hat man keine Tarnung, wünscht man sich einen. Im Vergleich ist immer sein Panzer mit wunderbar geschmückten anderen Panzern. Ich muss hier so einen Blödsinn erzählen, weil irgendwie haben wir eine ziemlich lange Ladezeit gerade. Gut ist ja auch Testserver, ne? So. Auch der Type 59 soll wohl etwas gebufft werden. Die Panzerung vom T34-3 lehnt sich jetzt an den Type 59 mit an. Und auch am 59 Patton haben die was gedreht. Ich glaube, da ist der Durchschlag etwas besser geworden. Auf 212 oder so in der Drehe. Gut, wurde auch Zeit. Ich mag zwar diesen Panzer, aber ist schwierig zu spielen. So, wir haben jetzt schon über eine Minute Wartezeit auf dem Testserver. Was ist hier los? Geht doch. So, wir haben Retch hier. Oder Retchire. Wie spricht man das eigentlich aus? Retcher. Retcher. Okay. Ich habe einen schönen fiktiven Clan-Namen hier, sehe ich gerade. PQVT. Was auch immer das heißen soll. Oh, hier wird gepinkt, Defensive Base. Ich zoome nochmal ran. Jetzt haben wir den mal mit einer anderen Tarnung, einer dunkleren. Sieht doch ganz cool aus. Muss ich echt sagen. Endlich mal ein schönes Modell. Oh. Mal schön rundum. Sehr cool. Muss ich echt sagen. So, lang genug geglotzt. Fahren wir mal los. Och, da fährt sich gleich viel schöner mit so einem neuen Look. Und nicht wundern, ich habe die Grafik bei mir.
damit alles immer und permanent flüssig läuft, nicht aufs höchste Level gestellt. Ich glaube auf Medium. War ich schon aufgedeckt, verdammte Axt. Frechheit von diesen Gegnern. So, zielt ein Ticken schneller ein, muss aber zugeben, das fällt wahrscheinlich erst ins Gewicht nach so etlichen Gefechten. Kommt dann trotzdem lange vor, ne? So, da ist Freund Chariot hier. Keine Ahnung. Ist auch blöd hier so an der Schräge hier so hoch zu hopsen, weil ich ja die Gun kaum runterkriege. Schauen wir mal hier. Mehr weiter runter kriege ich die nicht. Das ist ein bisschen. Da muss ich ganz schön viel von der Wanne zeigen, um überhaupt zu schießen. Oh, die kommen wohl auf der anderen. Na, da müssen wir hier ein bisschen. Sieht nicht gut aus auf der sogenannten Heavy-Linie. So, mein Freund. Wollen wir mal den. Hilft nichts, wir müssen hier drücken. Da war das alte chinesische Problem. Ich habe die Gun nicht runtergekriegt. Zum Glück hat mein Kumpan da geschossen. So. Hab mir auch schön eine gefangen. Von dem Kern gewonnen, aber konnte selber ein. Hier fliegen die. Die lassen mich nicht mal ausreden. Das ist eine Frechheit. Und wie gesagt, wir müssen hier was tun. Oh, der Kern gewonnen. Kriege ich den irgendwie ein bisschen. Wäre doch schön, wenn ich dem mal eine. Ach, wer die Häuser hier. Gut, der ist weg. Da steht ein Tiger 2. Artillerie gibt's hier nicht. Will keiner auf den Testserver fahren. Ich müsste eigentlich gegen den ST-1 mithelfen jetzt. Vielleicht hier mal durch die Häuser hindurch mal ein. Okay. Bis irgendwie komme ich immer zu spät. So, die Batschat wären sie wohl. Na komm, fahr hoch. Bäm! Aber da muss man sagen, bei der chinesischen Gun, da gehen von solchen Schüssen von 10 Stück 8 daneben. Garantiert. So, wir müssen den Tiger noch holen. Das war klassisch. Klassisch. Kaum sage ich's. Soll ich's wagen? Soll ich's wagen? Ah, ich wollte ihn eigentlich jetzt rammen. Oh. Okay. Wenigstens habe ich Glück und jedes Mal, wenn ich daneben schieße, erledigt ein anderer den Job. Ja, was machen wir nun? Hier leben noch so viele, da leben noch so viele. Könnt ihr mal sich in den Cap stellen, setzt sie unter Druck. Von auf dem Berg sind genug von meinen Kumpanen. Die könnten die ein bisschen dann unter Feuer nehmen. Ich gehe mal davon aus, dass die jetzt zurückkommen. Däh. Da war ich zu langsam. Hab gerade auf der Minimap geguckt. Das Schöne ist, oder was heißt schön, wir haben einen AFK-Spieler, der T26E4 ist unsere Base. Das hat aber den Vorteil, dass es hat den großen Vorteil, dass der Gegner, falls er cappen will, erstmal aufgedeckt wird und den zerschießen muss. Und wir sehen das dann. Wir könnten dann unsere schnellen Kumpanen schnell nochmal zurückfahren. Ja, der Convoy, der da hinten wartet, der ist auch schon ziemlich runtergeschossen. T26E4. Ja, da muss man ordentlich einzielen. Das bringt nichts, wenn man hier schnell abdrückt. Na?
denke mal, wir spielen das hier zu Ende. Ich habe jetzt einen Wunder-HE-Schuss gemacht, obwohl ich absichtlich gar kein HE geladen habe. Ich bin mit meinen dicken Wurstfingern auf der auf dem W einfach nur auf die Taste gekommen. Für, ich hatte Taste 3 bei mir für HE. Aber das war auch gut. Der Schuss wäre nie durchgegangen, aber durch HE habe ich wenigstens ein bisschen Schaden gemacht. So, jetzt können wir hier mal ein bisschen auftrumpfen. Ich fahre jetzt einfach zwischen die Heavys. Von links habe ich ja eine kleine... Der Centurion, der könnte mich ein bisschen decken. Eine kann ich mir noch einfangen. Werde ich nicht durchkommen. Der schießt auch mit HE da drauf. Na gut, da wären wir... HE, erstmal was kaputt geschossen. Jetzt laden wir noch durch. Ah ja, die Wundergun dreht sich natürlich sehr, sehr schön schnell. 1 und 0. Jawohl. Also er spielt sich nach wie vor ganz gut, muss ich sagen. Sieht dabei aber auch noch besser aus. So, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Sollte ja nur ein kleines oder ein kleiner Einblick auf das neue HD-Modell sein von T34-3. Sehr schick, sehr gelungen. Freue ich mich. So, bis zum nächsten Mal. Euer Stricky.